Immer Freud und Leid liegt so nah beieinander. So ist es schön. So ist es nicht mehr schön. Wir gucken mal, wer heute lacht, weil heute heißt es wieder Teams wie gestern. Deswegen Topfgerjäger, eure Zeit, die läuft ab jetzt. Komm. Ich habe es ja gerade angedroht. Es gibt gleich zu Beginn eine super schnelle Nummer. Und Kevin, du hast ja gestern über die ganzen Fußballkommentatoren hergezogen. Hast du, ja? Deswegen würde ich dich bitten, das mal zu kommentieren, was ich hier mache. Hast du die Zeit? Ja, geht schnell. Geht ganz schnell. Okay. Bist du bereit? Versuch's. Bist du bereit? Okay. Willst du lieber das Mikrofon? Das ist dann so, kannst du richtig anhalten. Das ist so Sportmoderator-mäßig, okay? 3, 2, 1 und los geht's. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Spiel. Steffen Hensler gegen den Lachs. Er geht sofort in den Nahkampf und zeigt, dass er das Spiel gewinnen will. Die offensive Taktik zahlt sich aus. Der Lachs breitet sich willentlich und wissentlich auf dem Teller aus. Er würzt ihn rasant über die Seite. Kommt er jetzt mit der Zitrone? Die Zitrone über den Lachs. Oh, und ob das ein Foul war? Nein! Es war nur das Olivenöl. Und jetzt kommt der Meerrettich. Er schabt ihn. Ist das eine Blutgrätsche? Das müssen die Schiedsrichter entscheiden, aber die entscheiden sonst auch nicht viel. So, und jetzt kommt der letzte Angriff. Der Parmesan kommt auch noch drüber. Und das ist 11 Meter. Und... Champignons. Ob er, ach, Champignons. Ich weiß. Et voilà. Ist das ein Tor? Ist das was ein Tor? Ein Spiel. Was ein Spiel. Großartig. Vielen Dank. Ja, hier, Kevin. Sehr schön. Und ja, ein Auftakt nach Maß, würde ich sagen. Haben Sie gesehen? Lachs aufgeschnitten, Salz, Pfeffer, bisschen Zitrone, bisschen Olivenöl. Für die Schärfe frischen Meerrettich. Dann oben noch ein bisschen Parmesan und dazu jetzt einfach ein paar Champignons runtergehackt. Schauen Sie hier. Alles zusammen auf die Gabel und... Und, was soll ich sagen? Sie können das genauso schnell machen, genauso langsam. Hauptsache, gehen Sie kühl, kochen Sie. Und Sie wissen, im Warenkorb, haben Sie schon gesehen, was drin ist? Lachs habe ich benutzt, Meerrettich habe ich benutzt. Dann haben wir nachher im Quiz ein bisschen Parmesan. Dann haben wir Champignons dabei, Kakaopulver. Feinsten Frühlingslauch, Bananen haben wir da. Was für ein Korb heute. Und noch Spaghetti. Ja. Wollen wir schauen, was unsere Monaco-Girls Sissi und Camilla daraus zaubern. Herzlich willkommen, schon zum dritten Mal. Hello. Schon geht es um 4.000 Euro. Ja. Hättet ihr das gedacht? Nee, wir sind einfach mal hergekommen und haben geguckt. Haben gekocht, ne? Haben gekocht, genau. Seid ihr Zocker? Sind wir Zocker? Ja, so. Geht immer, macht immer so Wetten. Also nicht Sportwetten, aber so. Seid ihr Zocker? Geht man auf Ganze und so? Oder eher so zurückhaltend? Kommt drauf an jetzt. Kommt ganz drauf an, ich meine, in welche Hinsicht. Ihr seid ja bei Studenten. So, ja. Guck mal, gestern hattet ihr 2.000 Euro gewonnen. Ihr hättet auch sagen können, Mensch, Bingo, wir gehen nach Hause. Hier, dann tu sie in die Tasche, mal schöne Tasche, Schuhe kaufen, den Rest aus Konto und alles ist gut. Aber nein, ihr seid wieder hier. Wir haben vorher ausgemacht, dass wir weitermachen. Wenn wir weiterkommen, machen wir weiter. Erzähl mal, was kocht ihr heute Leckeres? Wir machen einen Lachs-Tatar, ja, zur Vorspeise. Mit dem Meerrettich ein bisschen dazu. Genau, und den Frühlingszwiebeln. Was haben wir hier? Was wird das? Parmesan. Also es soll eigentlich ein Parmesankörbchen werden. Mal gucken, ob das ein so... Ein Körbchen? Genau. Für unsere Nudeln im Hauptgang. Im Hauptgang gibt es Spaghetti mit? Aglio Olio. Also ein bisschen mit Olivenöl und ein bisschen Chili? Genau. Und dazu füllen wir die Champignons mit dem Hackfleisch. Gefüllte Champignons. Hört sich gut an. Dessert. Cecilia, wer macht Dessert?
Ich mache Dessert. Und was machst du Dessert? Zweierlei Wandtanz. Zweierlei Wandtanz? Genau. Okay, das heißt, erzähl mal kurz, einer ist mit? Einer wird mit Schoko. Mit Schoko? Und der andere wird mit Banane gemacht. Mm. Und kochst du oder frittierst du die? Ich frittiere die dann. Schön knusprig und dann warm. Also frittierte Wandtanz, außen schön knusprig, in die warme Schokolade, die warme Banane. Da werden sich unsere Jungs anstrengen müssen, aber sie haben es drauf. Hier ist das Team Bring It. Hier sind Kevin und Maximilian. Ich muss sagen, Kevin, das ging gerade aber gut durch, ne? Ach ja, ne? Hast du mal gemacht, ein Spiel kommentiert? Ich habe mal für ein Online-Videoportal von unserer Tageszeitung, da wo ich eigentlich herkomme, aus Borken gearbeitet. Und da habe ich damals die Lokalfußballspiele kommentiert und nachberichtet und alles. Ach, geil, okay. Also es ist schon irgendwie eine echte Leidenschaft, schon länger so gewesen, ja. Wie kriegt man das denn hin, dass man jetzt in diesen Berufszweig reinkommt? Du studierst ja gerade, was war es, vergleichende Literaturwissenschaft und genau, Englisch. Genau, das ist und Englisch? Ja, und es geht eigentlich nur über die praktische Erfahrung, ne? Ja. Also und wie kommt man da ran? Am besten bewerben und dann genommen werden. Ach, man kann es richtig werden? Ich will hier Nein, also man muss halt irgendwie versuchen, Praktika zu machen, Arbeitsnachweise zu liefern. Okay. Und am richtigen Moment sozusagen am richtigen Ort zu sein dafür, weil sonst aber das würde sich echt ganz gut an, fand ich. Ja, also wenn jemand Interesse hat, ne? Ja, also hier, ne? Wir haben ein Talent entdeckt bei uns, der Kevin. Heute wäre schön mit Wrestling-T-Shirt, ne? Heute übrigens mit dem Dolph Ziggler-T-Shirt, wo ich da... Dolph Ziggler, du bist ja Dolph Ziggler-Fan, ja. Er ist ein großer Catch-Fan, Wrestling, ich auch. Und Dolph Ziggler finde ich jetzt nicht so, aber okay. Warst du eigentlich auch in Hamburg hier bei der letzten Show? Ja, nochmal, natürlich war ich da. Denkst du denn? Ich habe dich einmal in Köln gesehen, aber nur, da bist du unten hergelaufen und ich war oben in den, auf den billigen Plätzen. Das kann nicht, war ich einfach auf den teuren Plätzen? Soll das so sein? Nein, ich war damals sogar eingeladen. Ach so. Ich kann, ja, du. Hallo. Ich finde das geil, ich finde das gut. Es ist eine geile Show, wenn die reinkommt. Ja. Mit dem Wrestling, das macht richtig Laune. Ja. Ich finde es richtig cool. Wir schauen mal, wir haben sogar ein Foto von dir beim Wrestling. Gucken wir es doch mal gleich an. Oh, hier, du. Alter, was ist, welches T-Shirt hast du denn da an? Triple H. Das ist der Triple H, jawohl, das ist ja meiner. Perfekt. WrestleMania. Was machst du denn hier für einen Schweinkram? Ja, weiß ich auch nicht. Aber nein, das nennt sich, wer namens Banane im Hemd genannt. Banane im Hemd? Banane im Hemd, ja. Okay. Und jetzt hast du einen Schlitz in die Banane geschnitten. Richtig. Füllst diesen Schlitz mit Nuss-Nougat-Creme. Exakt. Und was kommt dann noch in diesen Schlitz? Wir versuchen uns gleich noch eine Zutat zu erspielen, die dann auch in den Schlitz kommt. Ja. Und anschließend stecken wir in den Schlitz noch. Was kommt dann noch rein? Weißt du noch was? Was kommt noch in den Schlitz? Was kommt noch in den Schlitz? Das ist die Frage. Ist die Banane groß genug dafür? Richtig. Ach, richtig. Ich habe hier. Okay. Natürlich. Also, was kommt noch in den Schlitz? In den Schlitz kommt noch, kommen etwas, ein paar Nüsse, aber wir haben sie klein gehackt. Und, das ist immer gut. Ja, das ist immer gut. Ich weiß ja nicht, was die Leute haben. Das wird aber dann die süße Nachspeise. Die süße Nachspeise? Ja. Das Dessert sozusagen. Ja. Sehr schön. Hast du das? Ich habe wirklich. Wunderbar. Ich habe wirklich in dieser Sendung schon viele Desserts gesehen. Wirklich ganz viele. Aber dass einer eine Banane aufschneidet, Schokolade reinspielt, das will ich nie. Hast du das schon mal zu Hause gemacht? Nee. Okay. Ja, sehr gut. Man muss auch mal ein bisschen kreativ sein. Finde ich auch. Ja. Also, es gibt also Banane mit Füllung. Genau. Als Dessert, was gibt es im Hauptgang? Hauptgang gibt es Spaghetti Alu e Olio. Okay. Mit einem mediterranen Lachsfilet. Mediterranen Lachsfilet, was heißt denn? Soll ich dir irgendwie helfen? Ja, das versperrt hier unsere... Ja, pass mal auf, dann machst du so, das zeige ich dir. Guck mal hier. So, ja, perfekt. Dann machst du das weg. Das wäre zu praktisch gewesen, damit ich das selbst mache. Na, du bist doch Kumpel hier. Zack, weg damit. So. So. Große Pfanne. Weg ist es. Hex, Hex. Also, was ist denn mediterraner Lachs? Ja, mediterraner Lachs ist mild im... Versuchen uns gleich eine Zitrone zu erspielen. Mhm. Kurz angebraten, ein bisschen Pfeffer und Salz, also gar nicht viel, gar nicht großartig viel. Und das kommt dann wieder auf der Spaghetti angerichtet.
Alles klar, da unten die Spaghetti auch Aioli wie bei den Damen. Alles. Denk dran, ne? Salz ans Wasser. Ja. Bei Spaghetti immer gut. Und Vorspeise? Westfälische Frühlingsrollen. Wir kommen ja aus Borken. Ja. Und ja. Haben was sind westfälische? Was kommt da rein? Hackfleisch, Champignons, Frühlingszwiebeln. Zwiebeln im Allgemeinen. Alles klar, und das macht ihr diese kleinen Mantan-Dinger. Und dann wird es dann mit, also hier machen wir dann Öl rein und dann frittieren wir die auf, backen die ein bisschen. Alles klar, hört sich gut an. Zwei schöne Menüs. Und schöne Unterschiede. Da sieht man mal, wie man den Warenkorb verwenden kann. Die Damen machen das Knusprige zum Schluss. Die Männer starten mit dem Wantan. Da kann man sehen, mit diesen Warenkörben ist sehr viel möglich. Kommen wir zum ersten Quiz. Und das ist schön einfach. Zweimal Zitrone. Für beide kann man nicht sagen, aber eigentlich schon. Der Satzbau ist ziemlich schlecht, muss ich sagen. Gut, ich bin auch nicht lange zur Schule gegangen. Deswegen, es gibt der Zitrone für die Teams. So, hier ist Quizfrage 1. Ups, das ist die letzte. Und zwar, wie nennt man Geflügel, das komplett mit Haut, Kopf, Füßen und Innereien angeboten wird? Ist es A, Poulet? Ist es B, Effilet? Ist es C, Ensemble? Oder D, Haute Cuisine? 10 Sekunden ab jetzt. Was ist? Na, Männer? Wir haben A genommen. Poulet. Poulet. Wie kommt ihr darauf? Wir dachten, das hört sich gut an. Genau. Das kann man nehmen. So nach dem Motto muss man rauspulen, abpulen, oder was? Zum Beispiel. Zum Beispiel, ne? Ja. Könnte sein. Was sagen die Damen? C haben wir gesagt, Ensemble. Ensemble. Okay. Miteinander. Miteinander. Alles zusammen. Alle zusammen. Das ist auch unser Gedanke. Deswegen verlieren wir auch zusammen. B ist richtig. Effilet. Ja, scheiße, genau. Weil Geflügel, das komplett mit Haut, Kopf, Füßen und Innereien, jedoch ohne Darm angeboten wird, nennt man Effilet. Und das ist, wie man so schön sagt, die fairste Form, Geflügel anzubieten. Denn man sieht den Geflügel an, wie es gehalten wurde. Gesunde Schnäbel und Füße sind ein klares Indiz für eine gesunde Freilandhaltung. Mist. Hat nicht ganz geklappt. Aber, wissen Sie was? Ich koche mal wieder was. Und was denn, meine Herren? Öl. Zum Frittieren? Ja, genau. Gut, die Männer brauchen ein bisschen Öl. Einmal in die Tiefen des Studios gebrüllt. Die Männer brauchen Öl zum Frittieren. Vielen Dank. Ja, und die Frauen brauchen auch noch Öl. Braucht sonst noch jemand Öl hier? Im Publikum vielleicht oder so? Nein? Zweimal Öl zum Frittieren, bitte. Und ich würde sagen, gestern habe ich ja das Weihnachtsgericht von Alexander Herrmann gekocht, nachgekocht, etwas verändert. Sehr tolle Idee mit Hirsch, Kartoffel und Marone. Schauen wir mal, welcher Starkoch heute dran ist und mir sein Rezept verrät. Hm? Steffen, bei uns in Bayern gibt's, seitdem ich denken kann, kleine Bratwürstel mit einem Chili-Rahmkraut. Und damit dir das als Fischspezialist genauso gelingt wie mir, hier mein Rezept dazu. Also, probier's aus. Frohe Weihnachten. Servus. Ja, das ist der Umschlag. Wollen wir gucken? Alfons Schubeck, Rostbratwürstel mit Chili-Rahmkraut. Dieses Rezept kann man jetzt nicht groß verändern, muss ich sagen. So, deswegen kochen wir es mal im Original-Schubeck-Style. Er hat das Rezept extra mitgeschickt, auch wie man es zubereitet, weil er sich dann doch nicht so ganz sicher war bei mir. Da sage ich schon mal vielen Dank, Schubeck. So. Erstmal brauchen wir einen Topf. Dann machen wir jetzt etwas, das haben wir neu schon mal gemacht. So, komm mal her. Und zwar setzen wir Sauerkraut an. Dafür brauchen wir erstmal eine Zwiebel. Die haben wir hier. Hier einfach fein runterschneiden. So. Ja, auf. Ach, könnte ich dazu einmal die Harfe hören? Wir haben sie ja wieder da. Ja. Oh ja, schön war das. Ja, die Harfe ist zurück. Sie hat sich ihren Weg zurück in die Sendung gekämpft. Oh. Jetzt lesen wir durch, weil Schubeck ist da ja wirklich sehr, wie soll ich sagen?
sehr, sehr genau. Also er sagt, für das Kraut die Zwiebeln schälen, halbieren und in kleine Würfel schneiden. Die Brühe in einen Topf erhitzen und die Zwiebeln darin so lange dünsten, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Okay, dann machen wir es mal. Also er sagt nicht anschwitzen, er sagt die Zwiebeln in der Flüssigkeit dünsten. So. Das heißt, wir stellen das mal richtig hoch hier. Bis das verdünstet ist, dauert das aber einen Moment. Deswegen schleiche ich mal weiter zu den Damen. Guck mal, wie es hier so läuft. Sisi, wie lieb? Ja, ganz gut. Ganz gut, du hast ja gestern eine wunderbare Strophe angesungen von Stille Nacht. Das ist eine tolle Stimme, sag mal. Passt. Wieso machst du nicht irgendwas mit Musik? Ich meine, du spielst seit 16 Jahren Klavier, Geige, hast du eine schöne Stimme. Das ist mein Hobby. Ist dein Hobby? Ja. Nicht vielleicht mal Beruf? Nee, das ist zu anstrengend. Was soll das denn heißen? Wie zu anstrengend. Ja, weil wenn man in die Richtung geht, muss man halt wirklich jeden Tag üben. Und man kann nie Urlaub machen. Okay. Und dir ist Urlaub sehr wichtig. Ja, schon. Okay. Ihr wart ja auch zusammen Urlaub, ne? Ja. Paris, New York. Mhm. Dann in deiner Herkunft China, Taiwan. Was ist das nächste Ziel, meine Damen? Wo geht's hin? 2013, Lieblingsurlaubsziel? Rom. Rom? Rom, ja. Warum Rom? Weil Rom toll ist. Warst du schon mal da? Mhm. Ich auch. Ich fand's auch ganz cool. Ist nett anzugucken, ne? Ja, tolle Gebäude. Ist schön. Doch. Die Römer sind auch größer als die Franzosen, ne? Sind sie das? Ja, klar, ein bisschen, ne? Oder? Die Italiener auch. Obwohl, die Italiener sind auch so klein, ne? Ja. Stimmt. Ah, okay. Also Rom ist angesagt. Aber ja, Italien, das Essen ist toll, das Wetter ist schön. Ich finde, Rom hat ein ganz, ganz tolles Flair von der Stadt her. Wie lange warst du schon mal da? Nur eine Woche. Das war Abifahrt mit der Schule damals. Okay. Genau. Und was ist mal mit Deutschland? Hat auch so schöne Flecken. Ja, wo sind wir jetzt gerade, ne? Ja, ja, klar. Aber so vielleicht mal, weiß ich, Mecklenburger Seenplatte. Oder, weiß ich, Bayerischen Wald. Skifahren. Ja, Skifahren. Skifahren, genau. Könnt ihr beide Skifahren? Ja. Okay, was macht ihr noch sportlich? Ach, ja, wie gesagt, ein bisschen Yoga und Pilates, ne? So, genau. Bauch, Beine, Po und Co, ne? Ja. Ja, okay. Gut. Willst du vielleicht noch mal einmal so eine kleine Kostprobe von deinem Gesang geben? Ja, was soll ich denn singen? Ja, perfekt, schön. Was, willst du was Aktuelles singen oder eher so eine kleine Weihnachtsschnulze? Weihnachtsschnulzen kenne ich leider nicht viele. Okay, Stille Nacht hatten wir gestern. Was gibt's noch? Merry Christmas? I wish you a Merry Christmas. Ja? Ja, kenne ich leider nicht so viele. Oder Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt müsstest der du mir den Schnee. Text aufschreiben? Weiter kann ich ihn nicht. Wir können uns überlegen. Okay. Ich überlege auch noch mal. Ne? Okay. Weil ich merke nämlich schon, die Zwiebeln dünsten jetzt hier, nämlich wie verrückt, wie befohlen von der Kräuterhexe läuft das hier. Und dann wollen wir mal gucken, wenn das vorbei ist, soll der Puderzucker dazu und leicht karamellisiert werden. Den haben wir hier. Warten wir jetzt mal kurz, weil es ist eh gleich weg hier. Komm mal her, so. Also die Zwiebel nicht anbraten, sondern dünsten in den Fond. Und jetzt sieht man, fast alles weg. Jetzt geben wir den Puderzucker dazu. So. Der wird jetzt karamellisiert. Bedeutet, das Ganze bekommt jetzt Farbe. Und bevor der verbrennt, wird es mit Weißwein abgelöscht. Muss man jetzt genau aufpassen. Das war nicht schlecht, sehen Sie, ne? Hier so eine leichte bräunliche Farbe. Bedeutet einen schönen Karamellton. Jetzt mit Weißwein ablöschen. Jawohl. Mmh. Was sagt er jetzt? Haben wir gemacht und einkochen lassen. Dann Lorbeerblatt, Koriander, Wacholder etc. Das hat mir der Alfons, der alte Fuchs, gucken Sie mal hier, gleich in einer Fertiggewürzmischung mitgegeben. Ah, ja, weiß aber auch, wie es geht. Ah. Hey, halt's drauf. Soll einen Gewürzladen machen nur. Jetzt dieses Büdelchen mit dazu. Dass die Aromen direkt in die Zwiebel, in den Fond übergehen. Obendrauf ein wenig Sauerkraut. Heiß, heiß. Da haben wir alles drin. Und jetzt wird das Ganze von der Temperatur. Gehen wir runter. Sagt er. Das Kraut zugeben und 30 Minuten köcheln lassen. Der leckt mich am Sack. Drei haben wir doch gar nicht mehr. Wir haben nur... Ey, Mensch, der Opa mit seinen langen Rezepten immer.
dann machen wir mal, ich sag mal so, statt köcheln, kochen wir es richtig und dann nur 15 Minuten. Müsste eigentlich klappen, ja. Dazu gibt's Röstbratwürstel. Das wollen wir hier umbauen. Ey, ich habe schon so einen riesen Tresen hier. Und wenn Alfons kommt mit der Kräutermischung, dann wird's eng. Ja. Kommen wir zum Quiz. Die Männer Minze für die geschlitzte Banane, die Frauen Vanillestange. Schauen wir mal, hier ist Frage 2. Das kann man aber wissen. Was bedeutet al dente korrekt übersetzt? Für den Gaumen A, B für den Zahn, C für die Zunge oder D für den Magen? 10 Sekunden ab jetzt. Genau auf das Wort achten, dann ergibt es sich ein wenig. So, Männer. Ja, Rahmen B genommen. Al dente. Für den Zahn. Al dente. Wieso soll das für den Zahn heißen? Weil dente, dental. Dental. Dentus. Ach so, dentist. Richtig. Tenterentere, okay. Ja. Was sagen die Damen? Ja, auch. Okay. Müsste nicht für den Zahn, für den großen Zahn, das Alafa heißen oder sowas? Aber okay, ich schaue nach. Al dente bedeutet korrekt übersetzt für den Zahn. Beide! Minze. Vanillestange. Da ist sie. Ja, sehen Sie, alles wieder gut. Wir schauen mal, was unser Alfons Schubeck Weihnachtsspecial macht. Hier kocht das wunderbare Sauerkraut mit den feinen Gewürzen. Jetzt geht's an die Rostbratwürstel, wie er so schön gesagt hat. Da wollen wir gucken, ob er mir da auch einen Tipp mitgegeben hat. Er hat gesagt, die Rostbratwürstel im heißen Fett von allen Seiten knusprig braun braten und mit dem Chili-Rahmkraut servieren. Okay, alles klar. Wo kommt denn der Chili überhaupt hin? Ach, das wird mit Chiliflocken zum Schluss gewürzt. Alles klar. Also Wurstbraten. Mal gucken, ob ich das noch kann. Ist schon länger her. Bin mir nicht ganz sicher, aber hey, was soll's. Wir probieren mal wieder aus. Pfanne, Öl dazu. So. Und jetzt. Wissen Sie was? Bevor ich die Wurst reinmache, machen wir mal einen Test. Ich habe mir gerade was überlegt. Und zwar machen wir mal eine geschlitzte Wurst. Ja, das ist, heute ist das hier unser Ding. Wir schneiden mal einen Schlitz in die Wurst. So. Schauen Sie mal. So, so sieht das aus. Jetzt ist die Frage, mit was füllen wir die Wurst? Ich meine, Schokolade wäre schon ein bisschen hart, ne? So. Wir nehmen hier dieses wunderbare Chili-Gewürzsalz von Schubeck. Würzen in das Würstchen rein. So, schauen Sie mal. Dann nehmen wir Champignon. Schneiden den mal ganz klein. Stecken den auch in die Wurst rein. So, komm her. Ah, Öl wird heiß. Ups. Würste rein. Guck mal hier. So. Nein, die geschlitzte Wurst. Dann dazu ein bisschen was von unserem Sauerkraut. Naja. So. Schön. Sehen Sie hier an der Seite in den Schlitz. So. Jetzt werden wir das leicht und vorsichtig anbraten. Hier haben wir unseren anderen Würstel. Und jetzt kommt unser Wurstboot sozusagen, ja, dazwischen. Hitze ein bisschen reduzieren. Und wir lassen das Ganze mal weiter köcheln. Weil die Würste brauchen jetzt auch einen Moment. Kiek noch mal bei den Mädels nach. Ihr habt ja auch so neckische Schürzen an, ne? Kannst du eigentlich komplett perfekt Chinesisch sprechen? Nicht perfekt, aber ich kann sprechen. Also ich kann mich so Smalltalk kann ich mich schon. Was heißt denn Steffen Hensler auf Chinesisch? Oder? Kann man nicht direkt übersetzen. Also, man kann es Chinesisch aussprechen, das schon, aber. Wie hört sich das denn an? Nicht schön. Also, ja, ja, ja. Warte mal, also, sag es mal. Liegt ja nicht an dem Namen, sondern an dem, dass man. Ja, keine Ahnung. Das würde dann. Es wären dann ungefähr 10 Silben, die drauf kommen. Ja, hau mal raus.
Mach doch mal einfach. Sei mal verrückt. Mach mal. Sutofen. Das waren 10 Silben, okay. Hänsele. Hänsele? Okay. Was heißt denn auf Chinesisch? Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte gern mal eine Banane mit Schnitz. Ich weiß leider nicht, was Schnitz. Das Wort gibt es im Chinesischen nicht? Weiß ich nicht. So eine lange Kultur, und da gibt es das Wort Schlitz nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Das wäre doch witzig zu wissen. Was heißt Banane auf Chinesisch? Xiangjiao. 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 Xiangjiao, okay. Genau. Das Chinesische. Ja, voll gut. Bitte? Voll gut. Ja, ich bin Sprachtalent. Ja. Ja, kann man ruhig sagen, ja. Nur mit Deutsch. Aber zweimal ein bisschen. So, Achtung. Was geierst du so auf die Wurst, Alter? Hä? Hast du Kohle oder was ist los? Du guckst so. Oh. Wurst. Ja, eine gibt's gleich. Aber das Alphabet im Chinesischen ist ja anders wie im Deutsch, ne? Ja, es hat eigentlich kein, also, richtiges Alphabet. Sondern? Also, es gibt das Pinyin. Das sind dann so in lateinischen Buchstaben. Ja. Wie das ausgesprochen werden soll. Alles klar. Aber zum Beispiel das Wort, sagen wir das Wort Haus. Das sieht also kein einzelnes Buchstaben, sondern ist eher ein fertiges, ist das ein Bild, kann man fast sagen, oder? Genau, ein Zeichen. Aber das ist dann meistens auch zusammengesetzt. Also Haus heißt Fangzi. Fangzi. Fang, hat hinten noch so ein G. Nochmal. Fangzi. Ja, Fangzi. Genau. Ja. Mhm. Ja, ich sag's ja. Fangzi. Was war Banane? Xiangjiao. Xiangjiao Fangzi. Bananenhaus, ja. Und wie ist mit leise rieselt der Schnee auf Chinesisch? Ja. Das kommt jetzt. Ist zu viel Arbeit, sagst du mir gleich schon wieder, ne? Ja, ne? Nee, leider kann ich nicht so gut Chinesisch. Ja? Das ist das Problem. Okay. Kannst du da auch? Hast du dir schon ein bisschen Chinesisch beigebracht? Ja, so ein paar Wörter kann ich sagen, aber nicht wirklich viel. Kannst so. Du auch Hallo Bananenhaus und sagen? Prost und... Haus? Nee, Haus kann ich nicht sagen. Ja, aber ich fange zu. Hm. So, jetzt zeige ich dir mal hier, sensationell, obwohl den kann man, darf man eigentlich gar nicht hochheben, weil es zerbricht ganz leicht. Das spüre ich, ich tue es trotzdem. Das Parmesankörbchen, sind wir hier. Ein Traum, ey, das sieht richtig gut aus. Richtig gut. Aber euch läuft alles, ne? Was heißt denn Quizfrage? Quizfrage. Hör mal, du kannst doch gar kein Chinesisch, erzähl mir doch nichts. Frage ist, Oder Frage, oder? Du kannst ihm einfach irgendwas erzählen, dass ich verstehe. Nein, ich will ja. Quatsch, voll Spaß. Quizfrage gibt es auch nicht? Ich weiß nicht, was ein Quiz ist auf Chinesisch. Okay, oder sagen wir mal, dritte Frage. Die Sange Winti. Oha, nochmal. Die Sange Winti. Die Sange Winti? Ja. Okay, kann ich merken, nicht klatschen, damit ich mir merken kann. Die Song gewinnt die. Und zwar für die Männer Petersilie, für die Frauen eine Zitrone. Hier ist die Song gewinnt die. Was ist Bestandteil eines Ofenkaters? A. Gepökeltes Wildkatzenfleisch. B. Gedünstete Birnen. C. Eingeweichte Oblaten. Oder D. Marinierte Rinderohren. 10 Sekunden ab jetzt. Richtig, richtig. Sie haben B. So, meine Herren. Ja. Ja. Wir haben D genommen. Bertha? Nein. Oder Dora. 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 Marinierte Rinderohren. Genau. Weil sie aussehen wie Katzenohren. Ist schon falsch. Ja. Wieso ist es schon falsch? Hat er gar nicht gesagt. Hat er gar nicht gesagt. Ich frage nur, wie man darauf kommt, selbst wenn es richtig ist.
Wir haben es abgeleitet, weil Rinderohren so aussehen wie Katzenohren. Rinderohren sehen aus wie Katzenohren. Gut, wieder was dazugelernt, anatomisch gesehen. Was sagen die Damen? B, was auch immer das war, ich habe irgendwas gedrückt, keine Ahnung. Du hast was gedrückt. Und du hast Bertha oder Dora gedrückt? Bertha. Bertha. Tja, was soll ich sagen? Bertha ist richtig, gedünstete Birnen, die Damen. Und zwar, als Ofenkater, für alle, die es nicht wissen, ich wusste es auch nicht, bezeichnet man ein norddeutsches Gericht, für das gedünstete Birnen in eine Speckscheiben ausgelegte Form gegeben werden, mit Hefeteig abgedeckt und überbacken werden. Dazu wird etwas eingedickte Birnensoße gereicht. Ja, ja, kann man, muss man aber nicht, ne? Zitrone, meine Damen. Und wir kommen jetzt zu Alfons Schubergs Weihnachtsessen. Pass auf. Jetzt haben wir hier unser Sauerkraut. Dann das Gewürzbühlchen rausnehmen. Können Sie auch mal machen, wenn Sie Ihre Wäsche waschen. Mal so einen schönen Gewürzbeutel mit rein. Riecht vom Feinsten. So ein Tüte voll mit Anis und Zimt. Was meinen Sie? Gehen Sie durch die Straßen? Die Leute denken, Sie sind der Weihnachtsmann. Glauben Sie es mir, ja? So, jetzt aber hier mit Chilisalz würzen. So. Dann mit Curry auch. Und eine Prise Zucker. Die haben wir hier. Und ganz zum Schluss, sagt Alfons Schubeck, noch ein Stück Butter dazugeben. Mm. Das mache ich gerne. Stück Butter. In den Topf geben. Oh, ich muss sagen, das riecht sehr gut. Ah, der kann aber auch kochen, ne? Ich sag's Ihnen, ey. Ja. Ich sag Ihnen das. Mal auf. Hier. Butter unterarbeiten. Jetzt haben wir dieses wunderbar scharfe Sauerkraut, die Säure von dem Kraut, dann die Schärfe von dem Chilisalz. Komm mal her. Kleinen Happen dahin. Dazu dann ein paar Roschbratwürstel. Alter Fehler. Sag mal, Sprachfehler oder was ist hier los heute? So, warten Sie mal. Oh, Cola Korn, geht was besser. Mm. Also Sauerkraut mit Chili und dazu Rostbratwürstel. Jetzt könnte man denken, relativ einfach, aber ich glaube, der Dicke hat recht. Alfons Schubeck sein Weihnachtsessen ist eine feine Idee. Schauen Sie mal, ganz einfach. Da hat Sauerkraut, das Würstel dazu. So Männer, hier, habt ihr schon gesehen, du bist ja schon wieder am Darben. Ja. Ist ja so, fast hier. Wie eine Stadionwurst. Wie eine Stadionwurst, ne? Gehst du gerne ins Stadion? Sehr gerne. Lieblingsverein? Bayer Leverkusen. Oh ja, okay. Die tun nicht weh, das ist in Ordnung. bei dir? Schalke 04. Schalke, oh wie Rose? Ja. Schalke-Fan, genau. Alles klar. Ja. Wir kommen ja auch aus derselben Ecke. Genau. Schmeckt das? Die Rose. Aus der Sie. Ja, wie weit wohnt ihr entfernt? 20 Minuten, ne? Ja. Hm? Ah, Dawson, ne? Ja, richtig. The Big City, Dawson. Ja. Zwei Einwohner, Frank und seine Mutter. Ja, sieht gut aus. Ja. So, darauf. Muss aufpassen, Öl ist jetzt ein bisschen zu heiß geworden. Okay. Aber, ja, passt. Passt, geht durch. Noch schön warm halten. Und wir waren eigentlich schon bei unserem Adventskalender heute? Nee, ne? Ich muss direkt mal gucken. Bleiben Sie mal weg. Okay, ist ja gut, wir waren nicht. Sie merken, der Moderator ist heute etwas durcheinander. Dann schauen wir mal, was in diesem feinen Adventskalender drin ist. Wow! Und zwar eine Minute. Jetzt denken Sie auch, hä? Ja, Sie müssen diese Sendung heute eine Minute länger ertragen, weil wir so unendlich großzügig sind, schenken den Kandidaten zum Schluss eine zusätzliche Minute. Ja, ist das was? Ist das denn zu fassen? Weiß Bescheid, ne? Und
Das ist ganz entscheidend für Sie zu Hause als Gebührenzahler. Ich bekomme deswegen keinen Cent mehr. Ja, mache ich umsonst diese eine Minute. Auf Lau! So bin ich. Das nenne ich geben statt nehmen. Ja. Wir kommen zur letzten Frage. Ganz spannend wird's jetzt. Die Männer hätten gern 6 feine Chilischoten, die Frauen eine Vanillestange. Wollen wir gucken. Hier ist unsere Schätzfrage. Wie alt kann der Steinbutt werden? Geile Frage, die gefällt mir. Übrigens für alle, die gerade von RTL rübergeschaltet haben, Steinbutt, nicht Steinbrück, ne? Nicht der, der die Kohle sich einsackt, nein, nein. So. Die Angabe in Jahren, ne? Ist klar, ne? So. Oh, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Die Frauen sagen, 4 Jahre kann ein Steinbutt werden. Die Männer sagen 90. Richtig ist 20 Jahre. Damit die Frauen. Yep. Vanillestange. Hier ist sie. Was machen unsere zweierlei Dimsum? Die liegen da. Ah, okay. Bin schon fertig. Mm. Kochst du zu Hause öfter auch chinesisch ein bisschen? Entschuldigung. Mal nichts, Gesundheit. Ja, sag mal. Ja, ist ja gut jetzt, ne? Ja. Leider sehr. Entschuldigung. Sag mal. Ja, doch. Okay. Unter anderem. Ich gehe ja auch gerne zum Chinesen, ne? Aber die, die so richtig so die Dimsums machen und die ja, Teigtaschen und sowas. Boah. Sehr selten in Deutschland, das. In Hamburg gibt es einen ganz guten. Ja. Ich war da auch mit einem Chinesen und da gibt es ja so Zeichen, die kennt man ja gar nicht. Wenn die Teekanne, wenn die leer ist, wenn man die so, ich will nicht sagen, auf den Kopf stellt, aber so umdreht, ist das ein Zeichen, dass sie leer ist sowieso, aber man will auch eine neue haben. Also, ja, ich kenne das aus Hongkong, dass man den Deckel von der Kanne so schräg draufstellt. Ja, genau, der Deckel war das. Mhm. Richtig, genau, der Deckel. Den legst du drauf. Als Normalo siehst du es nicht. Und die Kellnerin gleich flubbidiwupp, war eine neue Tanne Keta. Also, schauen Sie mal hier. Zweierlei gefüllt. Einmal mit Banane. Was haben wir da unter? Ach, das sind die gefüllten Champignons. Ah, okay, gucken Sie mal. Mit dem Hack gefüllt, auch gebacken, ausgebacken. Aber die Dinger sehen aber 1A aus. Mein Daumen noch 2 Minuten 40, in echt sind es 3 Minuten 40. Aber wir tun das mal so, als wenn das nicht so wäre. Ja? Dann Spaghetti Aolio. Ich werde mal probieren, ob die ja auch al dente sind. Mal her. Mmh. Mmh. Mit einem Hauch Knoblauch. Mmh, ja. Aber saulecker. Saulecker, ey. Saulecker. Mann, 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 Mann. Hier haben wir das Lachs-Tatar von den Damen. Probier auch mal. Was denn? Was? Ein Nudelsieb. Ein Nudelsieb. Ein Nudelsieb. Ein Nudelsieb. Ein Nudelsieb. Ich werde sofort gucken, ob ich hier eins habe. Der gar keins mehr, oder was? Ich finde hier keins. Das ist natürlich links. Okay, pass auf, ich hole mal eins rüber. So, guck mal, da sind sogar noch Nudeln drin. Praktisch, oder? Nein, so. Hier ist das was. Ja, so. Nudeln zurück. Für heute Abend zu Hause. So, wo packe ich die mal hin? Hier. So, dann habt ihr eure Nudeln auch schon fertig? Ja. Ja. Ach, ihr gießt jetzt ab. Also, hier ist der Lachs. Der muss auch noch ein bisschen braten, der Lachs, ne? Der braucht noch ein bisschen Hitze. Der Lachs braucht noch ein bisschen Hitze. Habt ihr jetzt nur Wurst gegessen oder was? Nee, ne? So, zieht euch warm an, ne? Santa Claus kommt gleich. So, hier oben, was haben wir da? Das ach ja, die Banane, ey, die ist welt. Die muss ich unbedingt sehen. Ist eine übrig zum Probieren? Ja, klar. Sehr gut. Zieh mal her. Eine Banane muss ich mir reinziehen. Letzte Minute, also so, ja, ne? Ja, das anpasst. Guck mal hier. Sehen Sie das? Oh. Geile Idee. Unter welche Glosche? Geile Idee, unter welche Glosche? Ja, das müssen wir noch schnell klären. Klären wir. Wir schauen, wo richten die Männer an? Ist es schwarz, ist es weiß? Ja, guck mal. Auf den Chili? Die Männer ran. Auf der weißen Seite. Weiß. Alles meine klar. Damen, ihr seid auf der schwarzen Seite heute. Hier. Wo ist das Ding? Hier. Was? Für die Damen? Okay.
Ihr seid schwarz. Ja. Gott. Sehr gut. So, letzte Minute ist gleich vorbei. 15 Sekunden. Und an der Stelle kann ich ja sagen, das war ein Scherz mit der zusätzlichen Minute. Natürlich nicht. Ganz in Ruhe, den Lachs noch braten lassen. Maximilian, lass noch braten, lass noch braten. So. Minute um. Und da ist die Zusatzminute, gleich im Anschluss. So, jetzt aber ernst. Jetzt müssen wir ernst machen. So, alles schön anrichten. Was brauchst du? Also, was haben wir hier? Mal hier, schön durch. Ja, ich hab wohl, Chef. So, Nudel in die Mitte. Zack. Ja, bis zum Schluss warten. Wir haben noch eine halbe Minute. Der braucht noch ein bisschen Hitze. Ein Stück nur rauf und ab dafür, ne? So, die Schilder nicht vergessen. Schilder nicht vergessen. So, Männer, 20 Sekunden. Jetzt Lachs drauf und ab dafür. Hoppeli hopp. So, ein Stück Lachs oder vorne. 10 Sekunden noch. Rauf damit. Los. Los, rauf. Kevin, hier, los. Komm her. Ah, 3, 2, 1. Juhu. Was? Brandseife klar. Brauchst du oder was? Sofort oder nicht? Nö, jetzt nicht. Hier ist ein bisschen so, aber geht schon. Braucht ihr Brandseife? Juhu. Wenn ihr habt ein paar Eiswürfel, wäre man nicht schlecht für die Jungs, weil ja, das ist bisschen, war doch ein bisschen heiß, ne? Ja. Und was sagt ihr, alles okay? Ja. Gucken wir mal, ne? In time. Was sagen okay. Die Damen? Sieht ja auch wieder herrlich aus hier bei euch, ne? Alter Schwede, ey. Jawohl, so sieht's aus, wenn gekocht wird. So, und wie's auch, wie man aussieht. Wenn man in über 520 Sendungen jeden Tag 6 Gänge isst, ja, das zeige ich Ihnen jetzt. Gucken Sie ihn genau an. Hier ist Frank Rose Rosin. Hallo. Da. Oh, das passt aber gut bei euch. Ha? Rose. Da, 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 da. Da, 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 da. Ist Kill Bill, ne? Oder? Ist das Kill Bill? Weiß ich gar nicht, glaube nicht, oder? Ist das Kill Bill? Doch, könnte sein. Hast recht. Glaub, ja, ja. Hab ich neulich erst wieder gesehen, so eine scheiß Wiederholung abends. Aber immer noch Welt, ne? Ja, das sind so Filme. Du willst eigentlich um 12 ins Bett. Mhm. Und dann bist du um 5 vor 12 beim Durchzeppen vor dem Pennen und dann hängst du bis 2 Uhr vor der Glotze. Ey, das ist so nervig. Aber ist halt so, ne? Uns gucken die Leute auch jeden Tag. Ja, und weißt du wieso? Na? Weil sie schlau sind. Okay. Es riecht heute sehr so backtechnisch. Alles so ein bisschen gebraten, frittiert, so irgendwie. Ist das so? Frittiert wurde. Ja? Auf beiden Seiten. Westfälische Frühlingsrolle. Geht das schon los? Westfälische Frühlingsrolle. Ja. Das ist ja was für eine Rose. Wollte ich sagen, ja. Ah. Ne? Westfälische Frühlingsrolle. Mal gucken. Schön verarbeitet. Frühlingsrollenteig. Die Frühlingsrollen sind sehr lecker und knusprig. Man sieht, dass die handgemacht sind. Das finde ich auch sehr wichtig. Wenn man heute Frühlingsrollen so fertig kauft, dann ist da auch wirklich nur Müll drin. Hier nicht. Hier ist richtig leckeres Fleisch drin, Zwiebeln, gut gewürzt. Ich esse sowas sehr, sehr gerne. Und ich sag mal, die funktionieren mal richtig. Lachs-Tatar. Sehr schön, das Lachs-Tatar. Schön geschnitten, etwas gröber. Damit die Tatar-Struktur nicht zu breiig ist, sondern man noch auf Fleisch isst und dadurch einen Widerstand spürt. Viele machen Tatar, indem sie es durch den Fleischwolf geben. Das ist falsch. Ja? Gut gewürzt, Pfeffer, Säure, schön mit dem Touch von Zwiebellauch. Hm? Ein bisschen Poroi oben drüber. Mit dem Rettich gibt es so ein bisschen, wie soll ich das erklären?
so eine würzige, aromatische Schärfe. Ja? Ganz schlicht, aber es ist richtig lecker. Die das gemacht haben, haben auch richtig Geschmack. Ich kann mich da jetzt noch gar nicht entscheiden. Es ist so. Ich muss das mal sacken lassen. Erstmal. Ich gehe mal zum Hauptgang und dann gucke ich gleich mal. Mediterraner Lachs auf Spaghetti. Aolio e o. Hallo. Da hängen sich aber einige Kollegen und Kolleginnen sehr weit aus dem Fenster. Aolio e olio. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich nämlich sozusagen Weltmeister drin. Echt? Aber, ja, boah. Spaghetti Aolio könnte ich einatmen. Sehr wichtig. Und das haben die Kandidaten toll gemacht. Mit geröstetem Knoblauch. Dann kommt diese Knoblauch-Mandelnote nämlich durch. Schmeckt mir sehr gut. Spaghetti sind schön al dente. Im Zuge dessen, al dente benutzt man, das Wort benutzt man nur bei Nudeln. Ja? Also Gemüse ist niemals al dente, sondern nur Nudeln sind al dente. Gemüse sind bissfest. Al dente, wie gesagt, das ist ein Wort, das benutzt man nur bei Nudeln. Genauso wie Carpaccio. Carpaccio benutzt man nur bei Rind, Rinderfilet. Es gibt nur Carpaccio vom Rind, es gibt gar Carpaccio vom Fisch. Das ist dünn plattiertes, rohes Fisch, roher Fisch. Oder rohes Fisch. Schön, dass du genauso gut Deutsch sprichst wie ich heute. Es passt gut. Ja, ja, ich wollte auch leicht. Wie gesagt, gut gekocht. Dazu muss man auch sagen, dass der Lachs wundervoll zart hier ist. Guck mal hier, das ist ganz, ganz toll gegart. Sensationell. Die Kandidaten machen das gut. Die machen nämlich ganz wenig und das machen sie gut. Ja. Haben die ein Päuschen zwischendurch gemacht oder so? Nö. Weißt du, wie es ist, ne? Gefüllte Champignons mit Spaghetti. Oh. Ist das hier der Käse? Warum nicht? Dann isst man die Spaghetti. Schöne Idee, dass der Parmesan hier mal als Keks zubereitet wurde. In diesem Zusammenhang könnte man das ja auch so machen, dass man das hier so drüber cruncht, ja. Ist ganz gut. Champignons. Zwiebelchen dabei. Schmeckt alles gut. Total verrückt. Sieht auch so ein bisschen aus wie, ich sag mal, ja, also wenn man Talent hat, aber noch nicht diese technische Übergabung, einfach auch diese Idee anzurichten und so. Ne? Aber was sage ich da? Ich habe ja selber schon hier gekocht und angerichtet, als wenn ich es das erste Mal gemacht hätte. Also von daher Respekt vor den Kandidaten. Alles sehr schön, aber ich weiß es immer noch nicht. Ich warte ab. Ja, mach das. Oh! Oh, Schnabeltasse ist auch wieder da. Banane im Hemd. Das ist aber eins von dir. Das ist aber eins von dir, ein Hemd. Also solche Hemden habe ich nicht. Ja, also hier, guck mal hier. Immer astrein in der Hose. So, Banane, Alter. Oh, Kinder, ey. Gebackene Banane mit Schokolade. Ist das so in so einer Folie gebacken worden oder so? Oder gebraten? Die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? So, auf doof. Ist einfach nur ein bisschen lange gebacken. Ist ein bisschen zu breiig innen drin. Ich finde, die Banane sollte noch ein bisschen Bissstruktur haben. Oder man würde da jetzt noch was zugeben. Eine Frucht, die jetzt mit Säure und von der Haptik her oder von der Bissbefestigkeit einfach dann auch so eine Kontratextur gegenüber dieser breiigen Banane wäre. Die Idee ist wirklich gut, ohne Zweifel. Und warme Banane hat ja auch, ehrlich so, da stehe ich auch drauf. Zumal das mit der Schokolade auch wirklich gut harmoniert. Aber ich weiß nicht, ja. Das ist so, boah, schwierig heute, Kinder. Das macht mich fertig. Zweierlei Vantanz. Da bin ich mal gespannt. Einen mit Banane. Die andere. Mit Schokolade. Jetzt habt ihr die Tage gemeckert, dass ich hier aus der Tülle getrunken habe. Ich habe gelernt. Hier, schaut mal. Tü-tü-tü. Das macht man nämlich so. Okay. Gute Idee mit dem Vantanz. Aber die Vanillesoße ist nicht nötig, weil
die ist so schwach gewürzt, dass sie die Röstaromen und die Füllungen, die so charakteristische Aromen haben, einfach gar nicht schafft. Noch nicht mal als Symbiose. Das ist einfach, das ist wie Wasser dagegen. Ja? Weil das so kräftig ist und die Vanillesoße merkt man überhaupt nicht im Mund. Überhaupt nicht. Ja? Obwohl, das ist, ja. Schick ist es auch nicht hier und dann guck mal, angerichtet, als wenn sie sagen, herzlich willkommen. Habe ich nicht gespült, aber habe trotzdem noch mal benutzt. Ja, so. Kann man ja auch mal sehen. So, beide Teams zu mir. Wir haben noch gar nichts, ne? Dann mache ich mal hier zack, zack. Jetzt bin ich mal gespannt. Nix. Was hast du gesagt? Pass mal auf, dass der den hier um den Kopf spuckt, da neben mir. Könnte er auf jeden Fall. Vorspeise, beide gleich. Jawohl. Hauptgang finde ich sehr nett, ambitioniert gemacht, schmeckt auch lecker. Und normalerweise hätte das auch einen starken Stellenwert hier in der Sendung. Aber hier ist ganz klar, der Fisch ist einfach sachlich und auch im Zuge von Kochkunst wirklich auf den Punkt sensationell zubereitet. Von daher auf jeden Fall weiß ein vor. Und bei aller Liebe und bei 527 Sendungen, ich lobe ja immer Kreativität und Ambitionen, aber beide Desserts, finde ich, sind nett gemeint, aber auch nur das. Von daher hat Weiß gewonnen. Die Männer! Wow. Oh, meine Damen, das tut mir leid, aber Glückwunsch für die Herren. 2000 Euro. So. Das wäre der Warenkorb für die nächste Sendung. 10 Sekunden Zeit. So, Kalbsfilet, Calamaretti, Couscous, Fenchel, Limoncello. Na, meine Herren, 2000 Euro gehören euch. Es könnten 4 draus werden. Also, wir wollten ja eigentlich schon nach der ersten Runde aufhören. Ja. Jetzt haben wir weitergespielt, weitergezockt und jetzt hören wir auf. Ja, ihr könnt eine Nacht schlafen. Morgen ist ja erst die Sendung, ne, wisst ihr ja, wie immer. Aber nein, okay. Nein, hören auf. 2000 Euro, ja, klare Ansage. Alles klar, Glückwunsch. Auch noch vielen Dank an die Damen. Ganz toll, super gekocht. Das heißt aber, wie immer an dieser Stelle, morgen 2 neue Teams, dieser Warenkorb and the one and only Frank Rose, unser 2-Sterne-Juror, wieder dabei. Ich sag vielen Dank für heute und freue mich schon auf morgen. Ihr Kapitän Hetzler, hoi.